Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Space Engineers. Und es hat sich noch ein bisschen was getan während der letzten Folge. Und zwar habe ich hier nochmal eben die Krankenstation angeschlossen, habe ich beim letzten Mal glatt vergessen. Aber glücklicherweise funktioniert alles so, wie es hier angeschlossen ist. Einfach nur kurz an den hier Container ran und gut ist, da die Verbindung über die Sauerstoffgeneratoren bis hin zu den Tanks anscheinend ausreicht, um hier hinten Hydrogen zu bekommen. Sauerstoff gerade nicht, da die Sauerstofftanks nicht angeschlossen sind. Aber auch das ließe sich hier mit dem ganz einfachen Conveyor-Block, wie hier in der Wand, beheben. Gut, aber wie gesagt, wir wollen ja testen, ob die Kiste irgendwie hermetisch abgeriegelt ist. Dementsprechend sind ja auch hier vorne die Filter dran. Und das können wir aber erst testen, wenn wir später im Weltall unterwegs sind. Ja, was steht heute auf dem Plan? Habe ich ja im Prinzip gestern auch schon mal kurz angesagt. Aber heute im Schwerpunkt sind auf jeden Fall die Triebwerke. Dazu machen wir jetzt erstmal Folgendes. Wir gehen hoch ins Cockpit und schalten erstmal die Tanks aus, damit die Triebwerke nicht gleich anspringen, wenn man sie montiert. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Block aus. So. Da momentan sowieso kein Eis verarbeitet wird, weil nichts mehr da ist, ist das auch völlig egal. Ja, jetzt ist die Frage, wie fangen wir an und wo fangen wir an? Wir haben ja in unserem Testobjekt, sage ich mal, festgestellt, dass diese Hydrogen Thruster eine ganz schöne Menge Power haben. Was natürlich nicht zu unterschätzen ist. Die Frage ist natürlich, würde es reichen, wenn wir 4 bis 6 von den kleinen Thrustern nehmen, um die Kiste vom Boden abheben zu lassen? Ich vermute jetzt mal ganz stumpf ja. Ob das nachher auch so ist, weiß ich nicht, aber das werden wir dann sehen. Ansonsten hätte ich gedacht, dass wir ja entweder diese Hydrogen-Geschichte hier bei den Düsen unten dran bauen. Würde ich aber ehrlich gesagt eher nicht tun, weil wenn wir die hier ranbauen, dann haben wir nachher hier keinen Fußboden mehr. Das ist das Problem. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir die Gerätschaften hier untersetzen. 1, 2, 3, 4 da vorne dann noch hin. Oder halt ganz nach vorne, je nachdem. Wir müssen halt auch gucken, wie wir mit den Förderleitungen so weit hinkommen. Und das gucken wir jetzt mal als allererstes. Damit wir uns da nicht, ich sag mal, zu weit aus dem Fenster lehnen. So, an sich die erste Möglichkeit wäre ja schon hier. Ja, da könnten wir direkt unten abgehen, aber dann hätten wir hier die Sache, dass da schon der Block angeschlossen wäre, komplett sogar. Dementsprechend würde ich vorschlagen, kommen wir nicht hier noch irgendwo hin? Ja, nee, kommen wir nicht. Okay, passt schon. Kein Problem. Dann, das ist gerade voll dumm eigentlich, ne? Ich meine, an sich ist es ja bei den Düsen kein Problem, weil wir müssen bedenken, dass das Schiff ja normalerweise einen Block höher stehen würde. So hätten wir hier noch ein bisschen Luft. Liegt jetzt momentan daran, dass hier das Fahrwerk quasi einen Block tiefer hängt. Dementsprechend haben wir hier draußen oder hier außen an den Düsen keine Luft mehr nach oben. Um nicht zu sagen, nur einen Block. Und hier in der Mitte haben wir halt die 2 Blöcke. Wenn das richtig ist, ja, kommt hin. Ja, müssen wir mal schauen. Also mir wäre es eigentlich ganz lieb, wenn wir das hier dran bauen würden. Ich mache das einfach. Wenn wir beim Start den Fußboden ein bisschen damagen, ne, dann ist mir das egal. Das können wir flicken. Und später, wenn wir das Ding auf dem Fahrwerk stellen, ist es sowieso höher als jetzt. Also machen wir das so. Jetzt müssen wir nur noch mal rausfinden, wo hier der Eingang im Prinzip war. Aber ich denke, das werden wir gleich sehen. Ich teste das mal hier. Oh, lag. Exakt. Das ist ja der Hammer. Aber das schaffe ich bestimmt nicht noch mal. Glaube ich zumindest nicht. Na, nee. Nehmen wir den so lange. Ist ja auch kein Problem. Nehmen wir Loch Nummer 2. Dann hätten wir quasi schon 6 Düsen. Ich mache mal zur Sicherheit lieber 6. Perfekt. So, jetzt haben wir hier die Thruster-Geschichte. Genau, Hydrogen Thruster, die brauchen wir. Und zwar, hey, warte mal. Jetzt ist die Frage, wenn wir die so einlassen in das Ding, ne? Werden dann die außenstehenden Blöcke davon beschädigt? Eigentlich glaube ich nicht, oder? Wir probieren das aus, scheiß drauf. No risk, no fun, ganz einfach. So, dasselbe machen wir natürlich hier auch nochmal. Zack. Und zack. Ich denke mal, die 3 werden wir erstmal montieren. Und dann mal schauen, dass wir die mal kurz anwerfen und gucken, was passiert. So, Metallgerüst, Stahlrohr groß. Herstellung, okay. Metallgerüst, da kriegen wir sowieso nichts von mit, alles klar. Machen wir so.
Dann haben wir erstmal die Herstellungskomponenten da rein. Und das Metallgerüst anscheinend auch. Dann räumen wir mal kurz unser Inventar leer, damit wir die restlichen Sachen einigermaßen mitbekommen. Da. Da könnten wir auch nochmal ein paar von bauen, ne, glaube ich. Ja, dann noch eine Sache, und zwar für den Hauptantrieb. Ich habe viel hin und her überlegt und bin mir immer noch nicht sicher, ob wir da große Düsen nehmen oder ob wir das bei den kleinen belassen. Denn wir haben gesehen, was diese kleinen Düsen an Treibstoff fressen. Und ich möchte nicht wissen, was diese großen Düsen fressen. Diese, oha. Oh, Long Johnson, was? Oh mein Gott. Das hätte aber schon irgendwie Stil, ne? Passt das da überhaupt rein? Müsste eigentlich, ne, oder? Ah, nee, doch. Hä? Wir passen da gar nicht rein. Gut. Da hat sich die Frage eigentlich schon erledigt. Ah, nee, wir brauchen nur Stahlplatten. Leute, ich muss das einfach testen. Ja, wir machen das gleich einfach. Ich meine, wir haben 6 verdammte Treibstofftanks dabei. Das muss doch funktionieren. Okay, pass auf. Aber bevor wir damit loslegen, werde ich mal kurz, obwohl ich keine Lust darauf habe, die Tanks anschmeißen. Um mal kurz abzuchecken. Dummdi-dumm. Ob davon irgendwas Schaden nimmt. Anscheinend nicht. Die Frage ist natürlich, wie sich die Kiste verhält, wenn wir Gas geben. Aber ich glaube, es wird nur hier unten was beschädigt und das hier bleibt ganz. Dementsprechend ist mir das egal. Wie gesagt, wenn der Hangar ein bisschen was abbekommt, das kriegen wir hin. Später haben wir das Problem ja nicht mehr, hoffentlich. So, dann machen wir die Kollegen wieder aus. Was hat denn das jetzt gekostet? Nichts, immer noch 57%. Okay, ja, wir haben wirklich eine ganze Menge von dem Zeug. Und Leute, beim besten Willen, ich habe gerade richtig Bock, da das dicke Ding dran zu bauen, aber das machen wir nachher. Jetzt machen wir erstmal nochmal dasselbe auf dieser Seite. Jawohl. Das ist immer so ein Glücksspiel hier, habe ich das Gefühl. Jawohl. Machen wir einen Hattrick? Jawohl. 3 von 3 haben wir gewonnen, glaube ich. Die Frage ist nur, was. Ja, wir brauchen wieder ein paar Ressourcen. Und ich möchte das kleine Gerät haben, danke. Ja, nice. Ich bin schon so ein bisschen gehypt für morgen. Wie gesagt, entweder fliegen wir in der Folge hoch. Wir haben noch Stahlplatten. Na, egal. Ach nee, haben wir gerade abgebaut. Haha. Ja, wie gesagt, entweder fliegen wir in der Folge hoch oder wir machen das im Stream. Aber mein eigentlicher Plan ist es natürlich, das in der Folge zu machen. Denn die Twitch-Zuschauer haben das ja schon mal gesehen, wie wir ins Weltall fliegen. Dementsprechend möchte ich zumindest, ja, ich sag mal, eine Folge machen, wo wir das halt auf YouTube auch nochmal machen. Für die Leute, die in irgendwelchen Gründen gar nicht oder aus irgendwelchen Gründen gar nicht dazu in der Lage sind, einen Stream zu schauen. Warum auch immer. So. Jetzt brauchen wir noch anderen Kram, Herstellungskomponenten, Stahlrohr groß und Metallgerüst. Zack, 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 zack. Wird wahrscheinlich vorne und hinten eh nicht reichen. Und ich fülle nochmal kurz unsere Hydrogen-Flaschen auf. Deswegen haben wir ja die fetten Tanks hier stehen, dann brauchen wir nicht jedes Mal deswegen hochlaufen. Und es geht vor allem ratzfatz. Ich bin gerade echt so ein bisschen gehypt von den Düsen noch, ne? Aber die sind schon echt arg riesig. Nice. So, ich denke, für die reicht es nicht mehr, ne? Nein, da fehlt Metallgerüst, kein Problem. Und wir nehmen gleich noch ein paar Stahlplatten mit, sodass wir gleich schon mal die großen Düsen ansetzen können. Da bin ich echt mal gespannt. Also, die machen schon Eindruck, die Dinger, glaube ich. So, und das Coole ist, wir brauchen hier halt einfach keine Leitung verlegen, aber das passt doch nicht, ne? Ja, doch. Ich war nur gerade wieder... Alter. Ich war nur gerade wieder im Weg. Das ist so heftig, ne? Zack. Das ist richtig nice. Und das Coole ist, Links-Rechts-Schub können wir hier an der Seite machen und brauchen auch keine Leitung dafür. Das ist mega. So, ich denke, wir verbauen hier erstmal die Stahlplatten, die wir noch haben, und dann gucken wir mal, ob wir den Rest noch zusammenbekommen. Ich glaube, wir machen das echt so. Ich mache hier an der Außenseite links und rechts noch die anderen Düsen hin für den Links-Rechts-Schub. Und oben und unten machen wir halt jeweils 2. Sollte reichen. Ja, wir brauchen ja nur noch oben. Ey, das ist saugut. Da brauchen wir keine einzige Leitung legen für die Düsen. Voll gut. Ja, nice. Das gefällt mir. So, aber jetzt brauchen wir erstmal noch ein paar Ressourcen. Und zwar, was hatten wir da? Ja, das Übliche, ne?
Stahlplatten können sind raus. Oh, vielleicht brauchen wir noch welche nach. Warte mal. So, dann brauchen wir Herstellungskomponenten, Stahlrohr, Metallgerüst. Ja, das war's dann auch schon wieder. Aber da habe ich schon mit gerechnet. Oha. Nochmal Herstellungskomponenten, okay. Geht da noch was? Ja, nice. Okay, also Metallgerüst fressen die wahnsinnig viel, aber hey, was soll's. Ja, und Herstellungskomponenten auch anscheinend. Da brauchen wir noch 40 Stück von. Okay, dann nehmen wir mal passende Herstellungskomponenten mit. Achso, die Rohre hätte ich, glaube ich, wegpacken können. Naja, ist egal. Warte. Genau, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Metallgerüste. Genau, und dann sind wir soweit mit den dicken Düsen durch. Boah, ich bin echt gespannt, ey, ob das funktioniert hier. So, einmal alles voller Metallgerüst, bitte. Wird wahrscheinlich sowieso nicht reichen für beide. Alter, ist das ein fettes Ding. Da können wir uns reinstellen. Nee, das funktioniert nicht. Oder? Warte mal. Nein, das funktioniert leider nicht. Ja, wir brauchen dann nochmal ein paar Metallgerüste. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie schwer das Ding wird. Oder schon ist. Aber hey, ich sag mal so, die Thruster hier haben schon Power. Und die Kleinen natürlich auch. So, dann haben wir das schon mal. Ich würde jetzt sagen, dass wir einfach obendrauf nochmal dasselbe tun. Und an der Seite halt auch. Ja, ich denke, das mache ich mal in einem kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich denke, wir haben alles soweit abgeschlossen. Man sieht schon, wir nutzen hier tatsächlich die maximale Breite des Hangars aus. Das wird auf jeden Fall, ja, das bekannte Nadelöhr hier rauszufliegen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Werden wir sehen. Ja, jetzt fehlt im Prinzip nur noch eine Schubrichtung. Also wir haben links, rechts, oben, unten und nach vorne. Jetzt müssen wir natürlich noch dafür sorgen, dass wir hier irgendwo auch bremsen können. Und da hier das Ganze dann doch vielleicht mit einer großen Düse vielleicht ein bisschen übertrieben wäre. Wobei vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, nee. Macht das Sinn, da eine große Düse hinzubauen? Ach komm, machen wir. Was soll der Geiz? Ne, wir haben's ja. Ich habe auch keine Stahlplatten mehr, ne? Nee, natürlich nicht. Irgendwas ist immer. Ich glaube, der Nachteil wäre, wenn wir kleine Düsen nehmen, dass wir da vorne so ein riesen Ding hätten, aber halt nichts ausgeführt. Dann wäre diese kleine Düse hier vorne dran gehangen. Warte mal, ungefähr so. Sieht ein bisschen mickrig aus. Dann nehmen wir lieber die große. Gefällt mir dann vielleicht doch ein wenig besser. So, die Stahlplatten hauen wir doch schon mal rein. Denn die haben wir ja dabei. Aber an sich macht es auch Sinn, vielleicht ein paar größere Bremstriebwerke zu nehmen bei meinem Flugstil. Daher ist er schon in Ordnung. So, jetzt brauchen wir noch das Übliche wieder. Ja, Herstellungskomponenten und Stahlrohre nehmen wir erstmal mit. Musste gerade auch noch welche nachproduzieren, da das langsam eng geworden ist. Genauso wie die Metallgitter auch. Nehmen wir erstmal die mit und ein paar Stahl... Oh, da könnten wir auch noch welche von gebrauchen. Ich war übrigens neulich nochmal Eisenfarmen, deswegen sollten wir uns da keine Gedanken zu machen erstmal. Wobei, wir haben ja festgestellt, das verbraucht sich schneller als man denkt. So, Stahlrohr und hier diese Metallgitter fehlen noch. Hier war sonst alles raus, ne? Genau, Metallgitter, okay. Weg damit, ich glaube es waren vier, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, da schauen wir mal eben. Und den Rest nehmen wir dann einfach mal so mit. Ach ja. Dass diese Metallgerüste so verdammt schwer sind. Oh, nee, da fehlt... Hä, wie habe ich denn die 4 gelesen? Ach, keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich nur die 4 von der 40 gesehen. Haha. Gut, dann nehmen wir nochmal 32 vielleicht mit und den Rest füllen wir damit auf. Dann ist der hier nämlich schon mal durch. Perfekt. Genau, dann fehlt da nur noch ein Metallgerüst und dann sind wir damit erstmal durch. Sehr gut. Wird auch langsam wieder knapp. Ich denke mal, da werden wir gleich noch ein paar von in Auftrag geben.
Denn ich möchte natürlich auch ein paar davon mit nach oben nehmen. So. Dann haben wir das. Triebwerke, check. Als nächstes, ich weiß, die Folge wird wahrscheinlich heute ziemlich lang. Und das, obwohl ich wahrscheinlich schon ein Part noch offscreen machen werde, nämlich die Lackierung. Aber was wir jetzt auf jeden Fall nochmal eben machen, ist die Innenbeleuchtung von der Kiste, weil das muss auf jeden Fall sein. Und wenn ich mich recht erinnere, brauchen wir dafür eigentlich nur Herstellungskomponenten und noch irgendwas. Gut, schauen wir mal lieber nach. Innenbeleuchtung, genau, Stahlplatten und Herstellungskomponenten. Und eventuell möchte ich ja vielleicht einen oder anderen Scheinwerfer mit einbauen. Da brauchen wir noch interne Panzerung und Stahlrohr und Panzer... Ja, genau. Panzerung, Stahlrohr, Panzerglas. Okay. Also, Panzerung, Glas, Stahlrohr, ehrlich jetzt. Vielleicht brauchen die ja nicht so viel. Und wir brauchen Herstellungskomponenten und Stahlplatten. Genau. Ich denke mal, damit kommen wir erstmal ein Weilchen hin. Ja, ich habe gesagt oder gedacht, dass wir vielleicht den einen oder anderen Scheinwerfer mit einbauen. Wegen des coolen Effekts immer. Ihr wisst ja, was ich meine. Es ist halt die Frage, wohin. Wir könnten hier einen hinbauen. Warte mal. Wir machen mal einen hier hin und einen dahin. Sodass man quasi diesen Schein sieht, wenn man die Treppen runterkommt. Ich denke, das ist ganz cool. Und dann werden wir hier vorne auch noch einen hinsetzen. Und zwar machen wir mal... Ja genau, kommen wir mal hier vor diesem Förderband. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann basteln wir den mal eben kurz zusammen und schauen mal, wie das aussieht. Zack. Licht, hiha. Und nochmal. Finde ich jetzt schon cool. Interne Panzerung mal 10, okay. Ja, ich denke mal, bei den 4 Scheinwerfern werden wir es dann auch belassen. Man muss es ja nicht übertreiben. So. Okay, dann haben wir das. An sich von der Beleuchtung her möchte ich das aber nicht weiß lassen. Nee. Wir machen das ein bisschen anders, nämlich grün. Scheinwerfer, da haben wir sie. 1 bis 4. Dann nehmen wir dem Rot weg, wir nehmen ihm Blau weg, bleibt nur noch grün. Des Weiteren erhöhen wir vielleicht ein bisschen die Intensität. Aber nicht zu viel, das soll schon so ein bisschen, ich sag mal, schummerige Stimmung ergeben. Jetzt sehen wir schon das grüne Leuchten da, sehr cool. Ja, geil. Aber irgendwas haut... Das haut noch nicht so ganz hin. Aber das ist wahrscheinlich nur wieder so ein Lichtbug, der sich beim Aktualisieren dann wieder klärt. Passt schon. Ich mache mein Licht hier aus. Ja, so gefällt mir das. Vielleicht können wir den Radius doch noch ein bisschen erhöhen. Warte mal. Wobei... Ah, halt. Warte mal kurz. Wenn wir jetzt nach draußen gehen, ne? Dann scheint das doch wieder durch, oder? Ja, volle Möhre. Ich muss mal gucken, ob man da Radius und Abstand getrennt einstellen kann. Also quasi Leuchtreichweite. Ansonsten müssen wir den Radius halt einfach verringern, dann passt es wieder. Ja, und hier müssen wir auch noch alles ausleuchten. Wird noch ein bisschen kompliziert. Also kompliziert nicht, aber langwierig. So, dann nochmal Scheinwerfer. Haben wir hier 1, 2, 3, 4, genau. Hier, Radius. Komm. Eigentlich reichen mir 10 Meter. Jetzt ist die Frage... Ist das wirklich nur die Entfernung oder ist das auch der Radius an sich? Und das wollen wir mal eben feststellen. Moment. Nö, hier sieht alles gut aus, außer dass die halt immer noch so hell leuchten. Aber ich denke mal, nach dem Weltneuladen wird sich das geregelt haben. Ja, hier unten ist jetzt fast alles safe. Ich denke, wir drehen auch nochmal auf 5 Meter zurück oder 6 Meter. Dann sollten wir da, ich sag mal, die Bugs beheben. Ist ein bisschen schade, dass es da durchscheint, aber mein Gott, ich finde, das ist eine Kleinigkeit. Da kann man auf jeden Fall ganz gut drüber wegsehen. So, einmal noch. Ja, 5,6 machen wir mal. Ich meine, wenn das jetzt nicht passt, dann soll mir das auch egal sein, aber an sich sollte das hinhauen.
Ja, gut. Kann ich mitleben. Okay, dann würde ich sagen, ich werde nochmal kurz einen Cut setzen. Und dann baue ich hier in der Zeit mal die Innenbeleuchtung ran und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich denke, ich bin fertig. Ich habe das ganze Ding jetzt mal so in, ja, ein grünes Licht gehüllt. Grün wie die Hoffnung. Oder wie ein nuklearer Fallout. Man weiß es nicht so genau. Gut, gehen wir mal die Treppe nach oben. An sich recht unspektakulär. Es ist halt alles jetzt grün. Finde ich eigentlich ganz cool. Hier vorne ist es ein bisschen dunkel, aber das finde ich gar nicht so verkehrt hier in diesem kleinen Ausguck. Dann sieht man wenigstens draußen vernünftig was, ohne dass man von drin irgendwo geblendet wird. Läuft. Dann gehen wir nochmal hoch ins Cockpit. Da ist aber auch nicht so viel zu sehen. Außer, dass wir hier so ein cooles ja, Himmelsdach haben. Voll gut. Ja, wie gesagt, alles in grün gehüllt. Beleuchtung fertig, Triebwerke fertig. Heute wieder mega produktiv gewesen. Ja, es gibt im Prinzip jetzt noch drei Dinge, die fehlen. Aber ich denke mal, dass ich die am Freitag vor der Folge machen werde. Oder entweder zwischen der Folge oder im Stream, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Und zwar, zum einen brauchen unsere Tanks bzw. Triebwerke noch mehr Treibstoff. Wir haben gerade mal die Hälfte drin, na gut, ein bisschen mehr. Aber da geht noch was. Des Weiteren müssen wir das Ding noch lackieren. Und als letzten Punkt müssen wir uns noch darüber Gedanken machen, was wir an Materialien mitnehmen wollen. Wobei ich denke, das ist leicht. Wir nehmen einfach von allem etwas mit. Prost. Wir können auch mal gucken, was wir nebenbei noch so produzieren können, was gerade Mangelware ist. Ich denke mal, so ein paar große Stahlrohre können wir noch machen, obwohl 500 ist okay. Anzeigen passt, Uran haben wir genügend, das haben wir auch genug. Computer können wir noch ein paar bauen. Warte mal, zack, 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 zack. Solarzelle lassen wir erstmal. Sensorkomponenten genauso. Oh, wir müssen bei dem Schiff noch ein Beacon einbauen, fällt mir gerade ein. Panzerglas brauchen wir. Also eine Boje quasi. Energiezellen lassen wir erstmal so. Und ja, Herstellungskomponenten auf jeden Fall. Wie gesagt, Beacon, Eis, Material, Lackierung. Das ist das, was noch fehlt. Aber das sind ja so Sachen, die mache ich lieber offscreen, weil so eine Lackierung stelle ich mir mega langweilig vor. Und ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle zum Ende kommen. Wie gesagt, wir haben eine Menge geschafft wieder. Ähnlich wie gestern auch. Und ich glaube, es steht dem eigentlich nichts im Wege, dass wir am Freitag ja, ins Weltall fliegen mit der Kiste hier und mal gucken, was da so Feines geht. Ich bin gespannt. Also ich hoffe wirklich, dass diese Kiste abhebt. Ich habe nämlich keine Ahnung. Aber da lassen wir uns überraschen. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.